Hallo und willkommen zurück bei Starfield. Ja, ihr seht schon, wir sind nicht woanders, sondern ich habe einfach die Zeit ein bisschen ablaufen lassen, dass wir hier am Mars Launchpad tagsüber stehen können und uns das mal anschauen. Ja, und das ist auch tatsächlich direkt neben Cydonia, praktisch dahinter. Unser Raumschiff steht von hier aus gesehen, genau, da hinten, wo gerade das Raumschiff landet, links daneben. Und da ist dann auch irgendwo der Eingang zu Cydonia. Und direkt dahinter ist ja das Launchpad. Ich dachte, das wäre sonst wie weit weg. Nee, das ist bloß praktisch da um die Ecke. Ja, wir schauen uns das gleich mal an, ob wir irgendwas Schönes finden können vielleicht. Und vielleicht klettern wir dann nochmal auf den Kran hoch. Ja, auf jeden Fall, ich war bloß kurz im Schiff zwischen der letzten und dieser Folge und habe halt, wie gesagt, so ein paar Stunden einfach mal geschlafen, auf dem Stuhl gesessen und gewartet, weil das am nächsten am Eingang des Schiffes war. Ich weiß nicht, wo dort die Betten sind. Ja, wir sind noch neu auf der Kepler S. Ja, auf jeden Fall immer wieder geil, wie auch hier der Nebel. Mir gefällt das ja sehr, so Nebel in Spielen bringt immer noch mal so eine gewisse Atmosphäre hinzu. So, ich habe ein paar Mods installiert. Eine Mod, die erste, die ich installiert hatte, dachte ich, komm, probierst du mal. Es gibt ja, wenn man mit Waffen schießt, so, hinterlassen die ja die Kugellöcher. Oder ja, die Löcher, so, ne? Zack, zack. Und nicht unbedingt bei Gegnern. Jetzt ist die Mod dafür da, dass man auch die Einschusslöcher bei niederträchtigen Ekliptik-Fanatikern zum Beispiel erkennen kann. Müssen wir mal schauen. Ich habe es nicht am lebenden Objekt probiert im Spiel. Das werden wir mal sehen, ob wir irgendwo hier demnächst dann, wenn wir rumballern gegen Gegner, muss ich mal drauf achten, ob man das sieht. Dann hatte ich noch eine andere Mod installiert, die das Glas, also sämtliche Glasflächen im Spiel, verbessert. Das fiel mir selber manchmal auf, wenn wir irgendwo rumgerannt sind und es gab so kleine Schränke, die so eine Glastür hatten. Das sah manchmal mega dumm aus. Ja, ich wusste nicht genau warum, aber dann habe ich die Mod entdeckt und dachte, ja doch, so und nicht anders. Man kann da irgendwie besser durchschauen und auch, das betrifft auch alle Glasflächen, auch gerade die großen Glasflächen, die es irgendwie in Las Vegas, würde ich sagen, New Atlantis gibt zum Beispiel. Weiß nicht, New Vegas wird es hier vielleicht nur noch bruchstückhaft auf der Erde geben. Müssen wir mal schauen. Dann hatte ich noch zwei andere installiert. Und zwar einmal, es gibt verschiedene Modifikationen, die sich um die Augen der Charaktere kümmern. Und ich habe jetzt mal eine installiert, die wohl gerade auch bei den NPCs einen Unterschied machen soll. Da sehen die Augen manchmal ziemlich beschissen aus. Und mit der Mod müssen wir mal gucken, ob das einen großen Unterschied macht oder nicht. Und dann die größte Mod, die ich installiert habe. Und ich versuche diesmal die vier Mods, die ich jetzt angesprochen habe, euch mal in die Videobeschreibung zu hauen. Falls die dort nicht auftauchen sollten, habe ich es einfach vergessen. Aber ich versuche dran zu denken. Und die größte Mod, die ich installiert habe, das ist nochmal ein Starfield HD Rework Projekt. Nochmal ein anderes. Und zwar eins, was sehr weit fortgeschritten ist. Das sind 5 RAR-Archive, die man da runterladen muss und insgesamt sind das 18 GB an Daten, die dann in das Spielverzeichnis geladen werden müssen, nicht in den Dokumente-Ordner, Gott sei Dank, weil der ja auf C liegt, weil da auch manche Mods reingeschaufelt werden müssen, sondern die 18 GB, die man dafür runterladen muss, die kommen in den Spieleinstallationsordner rein. War ich sehr froh und das scheint auch funktioniert zu haben, denn zum Beispiel allein dieser Stein, der ist, ich kann jetzt kein Vorher-Nachher-Bild machen, aber ich, weil wir gerade hier rumstanden, hatte ich es nur an dem erstmal getestet und zumindest das Spiel läuft auch. Ich habe auch mal andere Spielstände von anderen Städten geladen, dass da keine Probleme jetzt gibt, wenn wir spielen. Das hat alles normal geladen und ich hoffe, das funktioniert auch. Ich versuche da auch mal so ein bisschen drauf zu achten, wenn wir mal gerade New Atlantis so ein paar neue Ecken bekommen haben, beziehungsweise einfach die Originaltexturen da auch nochmal aufgewertet sind. Gerade der Stein hier, der war, auf dem ich stehe, wir hatten in der letzten Folge hier irgendwo, haben wir es beendet, da war der rechts von uns, da sah der deutlich gröber aus, als man jetzt hier so die Feinheiten erkennen kann.
So, Andrea, alles klar. Ich habe sie schon mal angeguckt, auch wegen der Augen, aber ich weiß jetzt nicht, ich habe ihr vorher nie in die Augen geschaut. Da. Ich meine wirklich die Augen. Das war Es jetzt ist gerade aus schön, mit Ihnen zu Versehen, ne? sprechen. Die. Ja, man müsste es wahrscheinlich so ein Vorher-Nachher-Bild einfach nebeneinander halten, da würde man einen Unterschied erkennen. Danke für das Gespräch Dann kommen wir mit, dann gehen wir und mal alles. und gucken. Ja, und alles, wir sind jetzt zusammen. Frisch verliebt, verlobt noch nicht. Mal schauen, ob das auch mal noch irgendwann eintritt. Ob wir heiraten. Vielleicht hat sie gar keinen Bock drauf, kann ja auch sein. Aber ich denke, dass man jeden der Leute, die mit uns unterwegs sind, heiraten kann. Ja, wir gucken hier erstmal ein bisschen rum, bevor wir dahinter gehen zur Rakete. Oh, kommt man hier rein? Nee. Leider nicht, leider nicht. Wir klettern gleich da hoch. Sieht halt auch ein bisschen aus wie das Teil auf der Erde, wo wir waren bei dem NASA-Gelände. Ich würde gerne erstmal so die kleinen Sachen hier ringsrum abchecken. Aber sieht wirklich so aus, als ob hier gar nichts weiter ist. Ich meine, gut, dadurch, dass ich jetzt weiß, dass das direkt, mehr oder weniger direkt bei Cydonia hier mit dranhängt. Da hinten ist nämlich die Stadt. Gehe ich auch von aus, dass hier gar nicht so viel zu holen ist. Ich dachte erst, das wäre wieder so eine Landmarke, aber nee, das gehört direkt zur Stadt. Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen bisher. Oder ich habe einfach nicht drauf geachtet, was es hier noch so für Punkte gibt, direkt bei Cydonia, wenn ich mal hierher geflogen bin. Wir müssen eben ein bisschen aufpassen. Inventartechnisch sind wir schon bei 242 wieder. 250 haben wir frei. Aber ich denke ja trotzdem, dass hier vielleicht irgendwo ein Comic wenigstens rumliegt. Oder halt so ein paar andere Sachen für die Herstellung. Na gut. Ach so, noch was Neues. Genau, nächste Woche, hatte ich ja in der letzten, vorletzten Folge erwähnt, soll der nächste Patch kommen. Aber habe ich jetzt nochmal neue Informationen bekommen. Also, ich bekomme keine Informationen von Bethesda, braucht ihr euch keine Illusion zu machen, sondern so aus dem Tiefen des Internets gefischt, dass das ein Beta-Patch werden soll, der halt dann über Steam normal oder vielleicht auch, weiß nicht, wie das beim Windows Store ist oder auf den Konsolen. Wobei, nee, auf den Konsolen wird es das gar nicht geben. Weil der Patch sich hauptsächlich halt darum dreht, dass DLSS mit reinkommt. Auch mit Frame Generation und die neueste DLSS-Version, so wie ich das mitbekommen habe. Also mindestens 3.0, ob 3.5 auch dabei ist, weiß ich nicht. Das werden wir dann sehen. Und das kommt halt nur als Beta-Patch, was erstmal gar nicht. Halt, warte mal, da ist ja eine Tür. Ach, unzugänglich. Ach, schade. Was gar nicht so schlecht ist, weil falls das irgendwie ganz viel durcheinander haut, könnte man wieder auf die normale Version zurück. Aber wenn der dann irgendwann kommt, dann sehe ich das mit Sicherheit auf YouTube als erstes, wenn es da irgendwelche Testvideos vielleicht von. Vielleicht macht auch Digital Foundry einen Test zu oder so. Da gucke ich ja immer gerne rein, wenn die so technisch die ganzen Spiele auseinandernehmen und testen, was da so geht und was da möglich ist. Und ja, ich freue mich drauf, dass das da nativ reinkommt. Mal schauen, ob es einen großen Unterschied macht oder nicht. Und es soll auch noch, ob das in demselben Patch mit dazukommt, weiß ich nicht. Aber es ist ja FSR drin, also die AMD-Alternative zu DLSS. Und auch da soll, entweder jetzt gleich mit dem Patch oder mit einem späteren, dann auch die neue Version von FSR mit hinzugefügt werden. Hoch, das ging schief. Die ja jetzt hier noch nicht drin ist. Ich glaube, FSR, was hier drin, 2, 2.2 oder irgendwie sowas. Die haben ja mittlerweile auch 3 Punkt Schlag mich tot rausgebracht. Auch mit ihrer Art der Frame Generation. So, gut, wir gehen mal da hoch. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Kommen mit Sicherheit. Also, da wird es noch mehr im
Patch selber mitgeben, gehe ich von aus, ein paar Bugfixes und so weiter und so fort. Deswegen erstmal gar nicht so verkehrt, dass der als Beta-Patch kommt. Und man kann das über... Ach, guck mal hier. Ein Schwerelustra, da hat sich's doch schon mal gelohnt. Yes! Da sind wir nicht ganz umsonst hier rumgeklettert. Und man muss dann bei Steam, wer das nicht weiß, wer das vielleicht dann probieren will, schon mal, kann schon mal Rechtsklick auf Starfield in der Bibliothek machen. Und da dann unter Eigenschaften und da gibt es dann irgendwo einen Reiter für Beta-Version. Müsst ihr euch mal durchklicken. Und wenn man das ausgewählt hat, dann lädt es dann automatisch den Patch runter, wenn er dann im Verlauf der nächsten Woche kommen soll. Aber wie gesagt, da warte ich erstmal ab und guck mal, weil gerade jetzt durch die ganzen Mods, die ich installiert habe, wird wahrscheinlich wieder einiges nicht gehen. Gerade die UI-Dinger, gerade die Geschichten hier links jetzt, ne, wo das dann alles so schön ein bisschen kompakter gehalten ist, das geht mit Sicherheit wieder nicht und braucht ein Update. Deswegen mal schauen. So, aber wir kommen da gar nicht weiter hoch. Ne? Es wird auch schon wieder dunkel, okay? Das ging ein bisschen schneller als gedacht. Weiß nicht, ob ich noch... Sind hier drüben noch Treppen? Also man kommt da vielleicht hoch, wenn ich hier geschickt mit dem Boost-Pack, mit meinem Jetpack arbeite. Ach doch, hier, guck mal. Na doch, die haben schon Möglichkeiten dagelassen, um hier relativ einfach hochzukommen. Wir probieren es mal, vielleicht liegt ja ganz oben irgendwo doch noch was rum. Da könnte man hoch, aber ich kann auch so hier hoch. Jawohl. Allein die Halteklammern, was das für riesige Dinger sind, ey, ist ja unfassbar. So, ich weiß nicht, ob wir höher kommen. Ah ja, doch, hier sind noch Löcher. In der Decke. Ah, verdammt. Moment. Da war der Ausgangspunkt ein bisschen ungünstig. Dann können wir auch einfach hier hochlaufen. Jo, das geht sogar. Oh, Andrea. Wo kam sie denn jetzt hergesprungen? Da könnte ich es hochschaffen. Vorausgesetzt, man fällt hier nicht durch die Textur. Nee, das geht. Aber wo wäre denn hier, vielleicht wäre da unten und ich habe es nicht gesehen, der Eingang zu den Raketen hier oben, oder? Das hier so eine Art Loop? Ne, das sind so das sind diese kleinen RCS-Düsen. Das sind so die Gegenschubdüsen, denke ich. Also je nachdem, ob man jetzt hoch oder runter möchte. Was ist das eigentlich? Okay. Das ist nur ein Gebäude. Oh, Moment. Okay, ja doch, man kommt hier recht easy ganz hoch. Aber so langsam habe ich das Gefühl, dass hier gar... Ach doch, guck mal. Ha! Drei Kisten. Munition. Waffenkoffer. Und noch ein großer Schrotflinten. Aber immerhin, ist nicht ganz umsonst gewesen. Das werden sich die Entwickler auch so gedacht haben, wenn die eine hochklettert. Ja komm, gebt ihm ein bisschen Munition. Eine kleine Waffe. Jetzt ist auch schon wieder die Nacht eingebrochen. Na gut, wir sollen uns ja nach Londinion begeben. Da machen wir das mal. Einmal ins Raumschiff und dann schauen wir, wo müssen wir hin? Ach so, Moment. Wenn wir gerade hier in Cydonia sind. Ne, wir machen was anderes. Bevor ich jetzt hier Sachen verkaufe, machen wir das in... Jetzt muss ich gerade überlegen. Hier, Aquila City. Da kann ich recht easy ein bisschen Zeug verkaufen.
jetzt egal, wo ich hinfliege und was verkaufe, ich nehme einfach gern Aquila City. Das liegt auf dem Weg, könnte man sagen. Cäsium gehört zur Chlorgruppe. Interessant, wusste ich nicht. Ich hatte noch mal eine andere Mod probiert, die noch mal den Galaxie-Hintergrund verbessert, weil auch, ne, das ist schon die verbesserte Textur, der Originaltextur der Milchstraße da oben. Aber so hundertprozentig geil ist die auch noch nicht. Und da gibt es noch eine andere, die dann so eine große Galaxie als Hintergrund hat. Also, ja gut, okay, das war auch eine, aber eine, bei der man irgendwie deutlich näher dran ist und weiß ich nicht. Aber sieht geil aus, aber hat dann auch, weiß ich nicht, die Hintergründe der Galaxie, das wirkt sehr, sehr 2D-mäßig leider nur. Es sind nur Bilder, das ist mir klar, aber irgendwie, vielleicht gibt es da mal technisch mal später noch was Besseres. Damit das gleich klar, ich zeig's dir ein. So, der hat ja ein bisschen Kohle. Sehr schön. Das kann weg. Das haben wir gerade gefunden. Die Max-Dom kommt weg. Achso, ich habe wieder einen Haufen Ressourcen. Deswegen wiegen wir so viel. Okay, da müssten wir vielleicht nochmal kurz in das andere Raumschiff die Ressourcen reinpacken und dann wieder zurück. Halt. Er hat wieder Digi-Dietriche. Ein Barlöffel. Hallo. Cocktailstößel. Ich wusste gar nicht, dass es sowas für Cocktails gibt. Eine edle Gabel. Holzende, Wilby. Nee, fällt nichts raus. Verschlossener Cocktailshaker. Habe ich auch noch nicht gesehen. Ich persönlich trinke ja so ein Zeug nicht. Aber für zu Hause? Vielleicht machen wir so eine kleine Bar mit in den Wohnzimmerbereich. Mal schauen. So, Ressourcen, wenn wir schon mal hier sind. Wenn wir eh gleich... Ach komm, was soll's, ich nehme es einfach mal mit. In unser Raumschiff gehen. Wir kaufen mal ein bisschen was. Wir brauchten ja einige Sachen für... Auch wenn es jetzt ein paar tausend Credits kostet, aber wir haben gerade wieder 100.000. Stimmt, die Bioblocker. Die kosten gar nicht so viel. Hat er nochmal. Yes, ja. Er hat Klebstoff. Polymer, alles mitnehmen. Schmierstoff nehmen wir mit. Sehr schön. 483 von 250. Danke. Auch die Texturmods, die hier. Schwerkraftsunterschied muss man sich gewöhnen. Die hier. Ach guck mal, das ist ja schön. Das ist doch hier dieser andere Planet aus dem System. Die Texturmods, die ich installiere, habe ich jetzt einige installiert. Die verringern nicht die FPS. Also wenn genügend VRAM bei der Grafikkarte vorhanden ist, ist es kein Problem, da größere und bessere Textur reinzuschaufeln. Der Verbrauch ist da auch nicht so viel höher. Aber sieht halt steckenweise schon deutlich besser aus als die Standardtextur. Willst du irgendwas? Kann ich dir irgendwie helfen? So. Und das Gute ist ja, die nehmen halt die Originaltexturen und die Mod-Ersteller, die... Okay. Die basteln sich nicht irgendwelche eigenen, was da manchmal vielleicht ein bisschen sinnentstellt wirken kann, sondern die nehmen halt wirklich die Heimatschiff, die im Spiel vorhanden sind und skalieren die hoch. So, perfekt. Dann ein bisschen was hier rein. Zack. Wunderbar. Dann gehen wir wieder auf die Kepler S. Überprüfe dein Schiff. Klar. Ich muss nochmal, ich habe mich in der Garage verirrt. Sorry, wir müssen nochmal zurück in die Kepler. Immerhin geht das. Ich auch. Da muss ich sagen, auch wenn das mit dem Inventar der Raumschiffe so ein bisschen bescheiden gelöst ist, da finde ich es gut, dass das Spiel einem erlaubt, wenn man gerade wie in der unserer Front hier, die irgendwie hier 8.500 an Fracht dabei hat und ich will auf dem Schiff wechseln mit einem deutlich kleineren
na, mit einem deutlich kleineren Frachtlager, dass das Spiel da nicht sagt, nee, da musst du erst Fracht loswerden, damit die Fracht auch in das kleinere Schiff passt. Aber da finde ich gut, der nimmt es mit rüber, man kann dann zwar nichts Neues reinpacken, aber immerhin kann man das Schiff wechseln. Wenn das nicht gehen würde, oha, dann wäre das echt ziemlich blöde. Jo, ich würde sagen, wir machen uns mal auf den Weg nach Londinion. Ach so, warte mal, bevor wir weitergehen, möchte ich nochmal... Vorsicht, hier fliegen ständig Schiffe herum. Ja, ich weiß, eins davon gehört mir. Bleib mal stehen. Ja. Tja. Weiß ich jetzt nicht, ob die Augen der... Die sehen immer so ein bisschen glubschihaft aus, der NPCs. Was ist das eigentlich für ein Planet? Das muss ja einer von denen hier sein. Bindi? Antarum? Hier, Kodos müsste das sein. Denke ich, weil hier steht Fauna, gibt es ein bisschen Flora, sicheres Wasser. Ja, ja, das kenne ich. Kleinen C wieder reinhalten und dann, ja doch, der müsste sein, rein von der Optik her. Das ist ein HNCN, Alkane. Ah ja, okay. So. So, nochmal kurz hier eine Abfahrtkontrolle, Abflugkontrolle. Captain. Vasco meine ich. So, dann ab nach Londinion. Da waren wir ja sogar schon mal, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Irgendwas war doch in Londinion. Also ja, wir müssen da jetzt questtechnisch hin. Ja, genau, Tolliman. Und Tolliman 2 haben wir unsere Dichtmittelfabrik. Das müsste hier... Hier, Dichtmittel. Halt, geh weg. Und jetzt müssen wir dorthin. Vorgeschobene Basis 441. Ach, jetzt ist er direkt drauf gelandet. Weil manchmal... geht das ja nicht, dass du direkt auf einem speziellen Punkt auf einem anderen Planeten landest, bei dem du noch nicht gewesen bist. Auf dem Planeten waren wir schon, aber halt noch nicht auf dem Punkt hier. So, na dann wollen wir doch welche mal schauen. Welche Wunder des Lebens dieser Planet wohl beheimatet? Wie kann ich Ihnen dienen, Captain? Hey Vasco, du passt bitte aufs Schiff auf. Wir sind hoffentlich bald wieder da. Tja, sind das jetzt Gegner, die hier rumrennen? Das ist immer meine erste Frage, ne? Weil ich es immer nicht weiß. Wir müssen, warte mal, wir können ja noch mal kurz schauen. Genau, die Rohmaterialien brauchen wir. Ne, wir müssen hier mit jemandem reden. Von daher sollten die uns nicht angreifen, ne? Alles cool, oder? Ja. Ja, die sind ganz witzig. Da hätte ich auch gern so ein, zwei, die um das Schiff drumherum patrouillieren, während wir weg sind. Du! Zwischen den Barrieren! Laufschritt! Erfrierung erlitten. Och nö. Du bist bei der Xeno-Einheit. Auf zum Kommando, am anderen Ende des Geländes. Alles klar. Ey, das ist aber gut gesichert hier. Aha. Vorgeschobene Basis 441. Hier wird ein bisschen rumgeballert. Also, Bewerbung als Sturmtruppler kann er auf jeden Fall. Geht klar. Oh, guck mal, das wird nicht geklaut. Im Prinzip bezahlen wir das ja eh alles hier.
Cool. Vielen Dank. Kann ich die Koffer wieder zumachen? Nee. So. Was haben wir hier? Das ist eine Waffenbank. Ja, brauchen wir gerade nicht. Ach hier. Den kennen wir noch. Wie hießen die Dinger? Azeles oder so. Nice. Anzug, Werkbank. Jetzt weiß ich nicht mehr. Wir hatten Skillpunkte, hatten wir ausgegeben. Ne? Einmal Waffen haben wir 4 von 4. Anzug 3 von 4. Da müssen wir aber erst, stimmt, 30 Mods herstellen, damit wir auch Anzüge komplett aufwerten können. Brauchen wir noch ein bisschen. Hier gibt es auch einen Chunks. Die Frage ist aber, gibt es hier noch mehr Kisten? Oh, kleinen Moment mal, ich muss mal kurz ans Telefon. So, da bin ich wieder. Entschuldigt, da musste ich mal kurz ans Telefon gehen, das ging nicht anders. So, genau, wir sind hier oben. Hier war nichts mehr weiter. Ich denke, da kommt auch nichts mehr. Aber wenn ich mein Glück kenne, liegt hier um die Ecke das Drachenschwert plus 5. Nee, aber ach hier. Eine Kommstation, na immerhin. Lag doch noch mal was rum. So, fein, dann können wir runtergehen. Au! Oh, wie geht's deinen Gelenken? Alles gut, hab ich mir wieder was gebrochen. Verdammte Scheiße. Nee, geht. 250, nur verstaucht. So, wo geht's denn jetzt hier rein? Da hinten, wa? Das finde ich auch mal gefährlich. So, weiß nicht, was ist das für ein Boden? Irgendeine Luke? Ja, ne, die ist da dran verschraubt. Hier, da. Vier Muttern. Das ist doch aber gerade so schon nicht ungefährlich. Und wenn du da noch zwei Griffe hast, legen sich doch mindestens fünf Leute jeden Tag hier auf die Fresse, wenn die hier dran vorbeilaufen wollen. Also ich weiß nicht, ob das so klug ist, so einen Teil dahin zu bauen. Vorsicht, Andrea. Nicht, dass einer den anderen hier nachher tragen muss. Oh. Oh. Terrabru. Steht noch ein stilisierter Terra... Ey, stimmt. So ein Ding habe ich noch nie gesehen. Ah, das ist aber interessant. Den nehme ich mit. Stark. Was haben wir hier noch? Super Fun... Nee, das ist egal. Was haben wir hier? Weg mit der Waffe. Ach ja, die Tiefminen, Anzug, Helm, Rucksack, Deimos, Gedöns, Sachen. Das ist wahrscheinlich das Gleiche. Jawohl. So, gucken wir uns doch hier mal entspannt am Tresen um. Das ist eine Wasserflasche. Panoptikum. Con. Bodenkuhrucksack. Alter Schwede. Eine veredelte Breach. Und Munition. Und eine veredelte Equinox. Aber die macht leider auch nur den Schaden, den unsere macht. Oh, ich hätte so gern mal eine neue Equinox. Was haben wir denn hier noch? Oh. Hier, Schloss knacken. So. Das geht. Ich weiß übrigens, dass wir automatisch mit Dreieck auch immer wieder diese Sachen nehmen könnten. Aber ich mach's mir... Ich mach's halt gern selbst, ne? Das ist das Problem. So, das geht nicht. Hab ich das Spiel jetzt selber verarscht? Nee, muss ich die zwei einzelnen Dinger nehmen hier. Ich mach das halt, wie gesagt, ich löse das Rätsel gern für mich, deswegen nehme ich das mit dem automatischen Platz immer nicht. Das ist der einzige Grund. Das war jetzt dumm. Ein zurück. Dann mit Sicherheit das und das. Nee, das auch nicht. Ach komm, das war auch dumm. Moment, ich hab's gleich. Kann ich nicht den Dreier hier irgendwo...
Doch. Aber? Nee. Nee. Das geht nicht. Warte mal, mit dem hier? So, jetzt haben wir es doch. Den einen da oben nicht gesehen. Tiefbohren, ja gut, brauchen wir jetzt auch nicht. Söldnerhelm. Was haben wir denn noch? Granaten. Hier liegt aber viel Kram rum, ey. Auch nochmal so ein großer Terra-Brew-Becher. Den nehmen wir mal mit, wenigstens mal zwei für zu Hause. Ach, das sind nochmal andere Versionen. Der ist na, so grau. Könnte man denken, unser Zuhause wäre von Terra Brew gesponsert. So, einmal weg damit. Aha. Expertenschloss. Der hier oben und einer unten. Probieren wir es. Das geht auf jeden Fall. Ja. So. Nee. Nee. Ich hab's gleich. Das geht, ja. Und dann der unten, da drunter, der hier. So, jetzt würde ich aber mal was. Gelingt dir das, bevor wir entdeckt werden. Eine Mikrogun. Auch bevor wir entdeckt werden. Den da hinten interessiert es ja nicht, der da rumsteht. Ja, genau, du hältst Wache. Sehr gut. Guck, was der da hinten macht. Während ich mich hier vorne mal bediene. So, da liegen jetzt noch mehr Becher rum, aber das muss ja nicht sein. Jake und die Enu Teil 2? Sagt mir was. Ich weiß jetzt aber nicht, ob wir schon mal Teil 2 gelesen hatten oder nicht. Jake und die Enu. Oder über die Aufklärung Teil 2. Jake verfluchte die Diebe und bettelte sie an, doch es hatte keinen Zweck. Schon bald waren alle Enu aus der Höhle verschwunden. Jake weinte. Was sollte nun aus dem Berg werden? Er kam weiter täglich in die Höhle. Doch, das kennen wir schon. Ja, stimmt. Das kennen wir schon. Dann fehlt vielleicht nur noch Teil 1. Neon-Nachtleben haben wir. Tiefminen. Oh, hier, schlechte Leute, schlechte Witze. Teil 3 kennen wir schon. Aber das ist ja so ein unfassbar gutes Werk. Den müssen wir uns einfach ein zweites Mal zu Hause ins Bücherregal stellen. Butter? Hm. Schon wieder so viel Mist dabei, ey. Aber jetzt können wir ja zu Hause, dann kann ich ja wirklich mal den Wohnbereich machen. So, jetzt kommen wir mal zu dir hier, Böschchen. Bevor ich mich hier umgeschaut habe. Nachdem. Mikrosekundenregler, perfekt. Ja, und an die Forschungsstation können wir auch wieder ran. Dadurch, dass wir vorhin noch ein bisschen was gekauft haben. Schönen guten Tag, Commander Hatum. Ich behaupte mit Stolz, alle zu kennen, die Fuß auf diesen Planeten setzen. Aber dich kenne ich nicht. Gehörst du zum angekündigten Sammelteam? Entweder das oder du bist ein Eindringling, der heute seinen Pechtag hat. Ich möchte nur einen Kaffee. Schwarz bitte 2 Stück Zucker. Sieht jetzt nicht wie die typische Terra-Brew-Mitarbeiterin aus hier. Die gute Dame. Captain Reich, UC Vanguard. Ich werde erwartet. Vanguard, Es hieß, ihr wärt eine vielschichtige Gruppe. Euch muss ja die Sonne aus dem Hintern scheinen, wenn ihr so eine Aufgabe bekommt. Ah, dann sind das wohl die anderen aus der Truppe. Ach, da sind sie alle. Ich vorstellen ist nicht nötig, Major Sonno. Dr. Walker, euer Ruf eilt euch voraus. Genau wie die Dringlichkeit eurer Mission. Also fange ich mal an. Also, Londinion gehört zu den gefährlichsten Orten in der Milchstraße. Es gibt also einen Grund, warum meine Soldaten und ich die Stadt auf keinen Fall betreten wollen. Überall gibt es Terrormorphs und die strukturellen Schäden, die zurückblieben, als Major Sonnons Vater den Raumhafen bombardierte, hat das weite Teile der Metropolis in ein verfallenes Labyrinth verwandelt.
Deshalb bekommt ihr jegliche Ausrüstung und Informationen. Und wir laden die kommunalen Freischaltcodes auf euren Roboter hoch. Alles, was uns zur Verfügung steht für euren Erfolg. Nur eines nicht. Auf der anderen Seite dieser Barrieren seid ihr auf euch allein gestellt. Wenn es Probleme gibt, werden meine Leute nicht mehr kommen. Haben wir uns verstanden? Verstanden, Ma'am. Ich muss immer an El Bundy denken, wenn ich das Wort Ma'am sehe. Vevictus hat diesen Ort bombardiert? Warum? Der erste Ausbruch der Terrormorphs, der Londinion am Ende des Koloniekriegs überrollte, war ein völliger Schock. Wellen dieser Kreaturen tauchten aus dem Nichts auf und die Stadt wurde schnell überwältigt. Es gab einige Evakuierungsversuche, aber Vevictus entschied, dass ein endgültigeres Vorgehen angebracht war. Er ließ den Raumhafen bombardieren, damit keine anderen Schiffe die Stadt verlassen konnten. Die Ausbreitung konnte gestoppt werden, aber große Teile des Landes lagen in Trümmern und viele Menschenleben wurden vernichtet. Und die letzten 20 Jahre haben Londinion nur noch feindseliger gemacht. Meine Leute werden dich also nicht da draußen holen kommen. Ist das klar? Ja, klar. Du würdest nicht einmal ein Rettungsteam schicken? Wir sind ungebetene Gäste auf diesem Planeten. Und in der Regel setze ich meine Leute nicht mehr Risiken aus als unbedingt nötig. Hier draußen ist es ohnehin schwer genug. Also, nein. Es wird keine Kavallerie zur Rettung herbeieilen. Kannst du uns sagen, was da draußen auf uns zukommen wird? Terrormorphs. Viele Terrormorphs. Bis auf unseren kleinen Zufluchtsort hier gehört der Planet zum größten Teil ihnen. Deshalb gehen wir nur selten in die Stadt, so dass unsere Informationen größtenteils veraltet sind, sobald man die Verteidigungsanlagen weit hinter sich lässt. Deshalb möchte ich auch ganz klar sagen, da draußen seid ihr auf euch allein gestellt. Alles klar, ich hätte gern euer schwerstes Geschütz, bitte. Wir geben unser Bestes. Dann bereite dich mal vor. Deine Ausrüstung findest du in unserer Waffenkammer, am Fuß des Turms, gleich draußen. Und ich glaube, dort wartet schon jemand auf dich, Captain. Danke. Sobald du die Basis erreicht hast, empfehle ich dir, den kürzesten Weg zur nahegelegenen Arcelis-Fabrik zu nehmen. Dort ist eines unserer Feldverstecke. Ich kann nur nicht garantieren, dass sich sonst nichts dort befindet. Ich hoffe, ihr findet da draußen, was ihr sucht. Roboter, du kommst mit mir. Jawohl, Ma'am. Danke, Commander. Percival, bereit dich in ihren Kommunikationsturm einzuklinken? Sollte nur ein paar Minuten dauern. Erledige das und verschwinde von hier. Percival wird von hier aus die Stadt nach unseren Proben absuchen. Wenn er eine findet, wird er uns die Koordinaten übermitteln. Du kannst den Standort dieser Proben von hier aus genau bestimmen? Genau ist leicht übertrieben. Die Ausrüstung wird uns eine ungefähre Lokalisierung aller akzeptablen Proben im Scanbereich liefern können. Du, Kaisa und ich, wir müssen sie finden. Jo, bereit, wenn du es bist. Okay. Geh zur Waffenkammer und rüste dich aus. Wenn du fertig bist, treffen wir uns am Stadteingang. Oh Mann, na jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich habe fast übersehen oder standen die gerade noch nicht hier? Doch bestimmt, bin ich bestimmt noch vorbeigerannt. So, einmal die Waffenkammer. Übertragung abgeschlossen. Mit diesem Code kannst du die meisten Gebäude der Stadt vorübergehend mit Energie. Ach, hier drüben wäre ein Eingang. Hallo. Darf ich mir alles mitnehmen? Paradiso-Komplex kennen wir. Oh, 3 Medipacks. Nochmal 2. Grendel-Gewehr. Egal, ich nehm's mit. Was? Oh, ein legendärer Rucksack. Plus 20 Tragekapazität. Minus 15% erlittener Nahkampfschaden. Naja, gut. Audi. Ja, okay. Geh mal weg. Ich möchte gerne das nächste sehen. Danke. UC Anti-Xeno Helm. Der sieht ja nice aus, oder? Bin jetzt nicht so für... Hey. Für...
für so rote Kleckse unbedingt, aber der macht gar keinen so schlechten. Minus 15% Schaden von Alien-Gegnern, auch nicht schlecht. 10% Schaden an bereits gescannten Zielen, aha. Ja. Und Chance von 10% Gegner in der Nähe in Brand zu setzen. So, wir nehmen das auf jeden Fall alles mit. Gerade hier der UC Antixeno Dings. Autoheilung. Benutze automatisch ein Medipack, wenn du getroffen wirst und deine Gesundheit unter 25% sinkt. Braucht 60 Sekunden bis zum nächsten Einsatz, aber gar nicht so schlecht. Und Wächter, Chance von 75%. Schaden beim Stillstehen um 50% zu reduzieren. Und nochmal minus 15% Schaden von Alien-Gegnern. Ja, geil. Ich darf doch mal vorbei, nicht wahr, Herr, Sir, Frau? Ich habe gehört, du gehst freiwillig da raus. Verdammt. Genau, und da ich freiwillig da rausgehe, nehme ich auch freiwillig eure ganzen Waffen mit. Kann gerade nicht quatschen. Ja, ist okay für mich. So, was haben wir noch? Hier, die Hanteln werfe ich den Gegnern auch ins Gesicht. Okay. Ha. Bin ja mal gespannt, wie wir uns gleich schlagen. Eine Pinzette, die fehlt auch noch zu Hause. Oh, Polytextil. So, ich denke, es geht noch hoch. Da oben ist vielleicht noch was. Ich quatsche jetzt erstmal. Ich gehe nicht oft in die Stadt. Und nie lange. Erstmal mit ihm. Du entsprichst unserer Beschreibung. Vanguard Captain, das Kabinett will dir etwas geben. Du sollst die besten Werkzeuge für deine Aufgabe haben. Entschuldige mich jetzt bitte. Eine Mikrogun. Also zurzeit finden wir viele von diesen Mikroguns. Das ist die gewesen, die wir gerade bekommen haben. Ein schönes Teil, ne? 340er Magazin. Feuerrate 350. Das heißt, ich könnte fast eine Minute lang durchballern. Das ist doch 350 Schuss pro Minute, oder? Wir haben 5600 Schuss. Aber ich hatte doch vorhin... Hier, die hier. Die ist nicht legendär. Oder episch. Er hat aber einen Schaden mehr. Dafür halt keiner... Hier kann man ja 30% Schaden bei Aliens. Das ist natürlich auch ganz geil. Vielleicht nutzen wir die einfach mal. Ich meine, wenn wir das schon alles bekommen, dann müsste ich die aber mal... Um Gottes Willen, wo ist er denn hier unten? Was lege ich denn dafür mal ab? Die 5... Die nehme ich kaum, aber wollte ich eigentlich auch mal wieder mehr benutzen. Die 9 ist das. Das ist unser Scharfschützengewehr. Die 2 nehme ich. Meine schöne Equinox, die bleibt für immer auf die 1. Auf der 1. Ach so, warte mal. Ich habe doch... Hier unten. Da ist auch noch ein Slot frei. Slot 11. Ja gut, da kommt nach der 0 wieder das SZ. Vielleicht muss ich zweimal schnell die 1 drücken. Vielleicht geht's dann. So, na gut, ich kann es ja auch über das Kurzwahlmenü dann aufrufen. So, dann haben wir das hier bekommen. Aber auch der Mantis-Anzug hat minus 15% Schaden von Alien-Gegnern und noch ein bisschen was anderes. Und auch das mit den 75% Chance, Schaden beim Stillstehen um 50% zu reduzieren. Und hat sogar Taschen dran, habe ich dran gebaut, ne? Der ist natürlich auch fett, alter Schwede. Aber, und hier ist eine Sache, die finde ich auch bei anderen Rollenspielen meinetwegen oder Spielen, wo man sich ausrüsten kann, überhaupt nicht geil. Da können die Ausrüstungen noch so toll sein. Wenn die nicht, also wenn die rechts anders aussieht als links, wie in dem Fall, draufsehen her, von ihm aus gesehen, auf der linken Seite so Schulterpolster, da was über der linken Brust und über dem linken Oberschenkel und rechts hat es das nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Da kriege ich das pure Kotzen.
Auch wenn ich selber nicht sehe, ich weiß, dass es so wäre und ich möchte es nicht anziehen. Punkt. So, hier, da könnten wir aber nochmal minus 15% erlittener... Achso, Nahkampfschaden ist das, ja. Aber wir könnten das mal nehmen, denn plus 20 Tragekapazität. Und hier helmtechnisch... Der aktuelle, der hat... Achso, ich kann ja auch... Ich bin ja auch mega dumm, ey. Ich könnte es auch einfach so machen. Dann sehen wir links, was wir haben und rechts das andere. Minus 15% Schaden von Alien-Gegnern. Ach, guck mal. Der Mantis-Helm, der hat sogar 20% Präzision beim Feuern in Bewegung. Aber wir nehmen mal den neuen. Aber wie gesagt... Das geht gar nicht. Dass das so ungleichmäßig ist. Achso, da weiß ich jetzt nicht, wenn ich das hier knacke, ob die da was dagegen haben. Mach mal kurz einen Speicherpunkt rein. Wir gucken mal hier noch rein. Ja. So. Einmal das, das und das hier. Wie schnell kriegst du das hin? Das ist nochmal eine schöne Schrotflinte. Oh! Guck mal an. Gewehr Tombstone. Erfahren im All, plus 30% Schaden im All. Was meint ihr denn mit im All auf einer Raumstation zum Beispiel oder was? Und minus 15% Schaden, während wir uns auf dem Planeten befinden. Das ist natürlich mega dumm. Medi-Deep, das ist ganz cool. Da haben wir schon eine andere Waffe, dass wenn wir da menschliche Gegner töten, dass die dann auch manchmal Medi-Packs zurücklassen. Aber immerhin, da ist nichts drin. Ich weiß, hier sind manchmal noch Sachen drin, die nehme ich nicht mit. Das ist halt so. Gewöhnt euch dran. Bau. Ach, guck an. Bisschen Credits. Kalibriert Söldner Rucksack. 8 wiegt der. Nee, den lasse ich hier. Ich nehme doch nicht jeden Schrott mit. So einer bin ich doch nicht. Da ist nichts dran. Auch nicht. Okay. Mal hier. Orion. 66 Energie. Da könnte man ja... Toll. Da hoch. Könnte man ja überlegen... Oh Gott, wo ist denn die jetzt? Die Orion, die ich gerade gefunden habe. Das ist die hier, ne? Genau. 33 Feuerrate, 66 Energie. Die macht nämlich... Naja, gut. Aber vielleicht aufgewertet könnte die vielleicht besser als meine Equinox sein. Die macht 55 Schaden, hat dafür eine etwas höhere Feuerrate, aber die Orion, die hat ein 40er Magazin. Alter Schwede. Ach so. Oh. Nicht schlecht. Die würde ich mir mal warm halten wollen. Moment. Leider habe ich dafür keinen Platz mehr. Ich könnte hier unten das rausnehmen, das Antigravitationsfeld. Das habe ich sowieso auf dem Shortcut. Das brauche ich dann nicht zwingend drin. Es sei denn, ich will mal irgendwas wechseln davon. Okay. So, Erfrierung wird wieder besser. Ist hier oben noch irgendwas? Nee, ne? Ach, hier waren wir ja vorhin schon. Dr. Walker. So. Gerade stand da Erfrierung verbessert, Prognose. Und jetzt ist wieder schlimmer.
Ausrüstung bereit? Und du auch? Ja, ich war nie bereiter. Moment, bist du nervös? Nur leicht nervös. Wenn man so lange immer Geschichten hört, macht man sich das im Kopf alles viel größer, als es ist. Aber mach dir meinetwegen keine Sorgen. Ich komme schon klar. Also legen wir jetzt los? Ich bin bereit. Dann bringen wir es über die Bühne. Oh, Kaiser, ja. Percival, alles im grünen Bereich bei euch? Ich bin bereit. Persönliche Nachrichten sollten jetzt über Kaiser geleitet werden. Verstanden? Verstanden. Laut und deutlich. Vielleicht zu laut. Du bist ein Kracher-Roboter. Kaiser, fang an. Freischaltcode übertragen. Wenn Sie bereit sind, dürfen Sie das Tor öffnen. Okay. Wir sind auf dem Weg in die Stadt. Percival, wohin geht's? Erste Suche läuft. Okay. Hab eine. Erzähl es. Nicht weit. Eine alte Werft gleich hinter der Aufbereitungsanlage. Die Genproben sind wahrscheinlich in einem der Container. Okay, ich wechsle jetzt eh auf Maus und Tastatur gleich, wenn wir rumballern. Ich wollte schon mal auf die Mikrogun wechseln. Ich bin ja gespannt, was das wird. Vor allem, welches Level die Terrormorphs haben. Die haben ja so schon ordentlich was ausgehalten. Oh ja, stark. Habe ich noch eine Synapse Alpha mit? Eine müssten wir noch haben. Zwei. Perfekt. Flupp. Und rein das Zeug. Müssen wir uns langsam mal eine andere Stelle raussuchen, wenn ich mir das mal das Zeug in die Armbeuge spritze oder wo auch immer er sich das hinspritzt. Vielleicht auch in die Bauchfalte oder in den Oberschenkel. So, Waffen, war da noch was? Genau. Ja. Perfekt. Nice. Dann haben wir jetzt Waffen alles, oder? Hier gibt es nichts mehr Neues. Perfekt. So, Helm. Achso. Für Außenpostenentwicklung, was war da noch? Da war noch die Zähmung, aber da brauchte ich ja auch nur Klebstoff. Na gut, das ist jetzt nicht so dramatisch erstmal. Ausrüstung, Helm. Indizid Rafer. Ja. Könnten wir, wenn wir ein bisschen Glück haben, zusammenbekommen? Ja, das unter Glück auch. Das wären aber Anzugmods. Ich glaube, bevor ich Rucksack und Helmmods mache, möchte ich erst Anzugmods. Wir nehmen mal die Indizid Rafer. Vielleicht kriegen wir so einen Mikrosekundenregler dazu. Ne, kriegen wir nicht. Fehlen nämlich zwei. Oh, schade. Egal. Ich hau das jetzt hier rein. So, dann fehlt da nicht mehr viel. Rucksack vor Helm. Das kriegen wir fertig. Perfekt. Sehr schön. Helm. Na, schade. Fehlen nochmal vier Indizid Wafer und ein hochfestes Spitrion oder Spitrion. Ich weiß nicht, was das sein soll. Habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Wunderbar. Ja, und irgendwann können wir uns auch mal der Gastronomie und der Pharmakologie widmen. Da meinte einer auch schon mal vor, weiß ich nicht, 60 Folgen, dass da später dann auch deutlich Besseres zustande kommt. Aber gut, irgendwas fällt halt immer hinten runter, ne? Wir können froh sein, dass ich mich von Anfang an seit der ersten Folge um den Raumschiffkampf gekümmert habe, dass wir da jetzt keine Probleme haben. Was? Aktuell. Die Kreatur wird gesteuert. Es muss ein Morph in der Nähe sein. Schalten wir sie aus. Da sind noch mehr. Erledige sie. Wir sollten keine Ressourcen verschwinden anfängt. Mann, Kaiser! Dann. Der läuft mir jedes Mal in den Weg, ne? Es braucht übrigens einen kurzen Moment, bis ich. Also, ne? Jetzt drücke ich auf Schießen und erst 1,5 Sekunden später ballert die dann los. Die braucht ein bisschen, um warm zu werden. Wie man das so von Miniguns kennt. Mann, Kaiser! Zeig, nachladen. Aber die ist gar nicht so schlecht hier. Und wieder? Also dann. Nun, ja. Die anderen machen auch guten Schaden, aber auch unsere Waffe hier. Die werft. Einer Klebstoff von denen. Nee. Ja! Ne, ich werd bekloppt. Klebstoff. Hup, hup, hup. Sie sind schwach, aber ich erfasse Terrormorph-Sklave. Signaturen. Stark, die Container haben jetzt wieder Strom. Jackpot.
Da nichts wie runter und ordentlich zugreifen. Hier gibt's Klebstoff, Leute. Jawohl. Membran. Ach, was soll's. Ich nehme das alles mal mit. Aber die ist ganz cool hier, die Waffe. Die hat zumindest bei den Gegnern, wenn Kaiser nicht ständig mir vor die Flinte rennt, echt ordentlich reingehauen. Sehr schön. So, jetzt geht mir jetzt auf den Sack. Der hat hier Feuer und Wasser gedöns. Habe ich irgendwas mit, um den Scheiß zu heilen? Mal Heilmittel hätte ich mit. Macht aber nichts gegen Feuer. Leider habe ich nichts dabei. Warte mal. Ah ja, hier müssen wir wieder ran. Das geht, das geht. Jo, perfekt. Ach, shit. Ach, Mist. Das habe ich nicht gesehen, dass dann da eins übrig bleibt. Warte mal. Dann machen wir das nochmal neu. So. Ja, und das. Blup. Messschieber haben wir auch noch nicht zu Hause. Okay. Ich lasse ihn jetzt mal hier. Nee, hier vorne war doch. Sorry, dass ich da jetzt mal. Boah, Alter. Habt ihr gesehen, wie schnell die Ausdauer gerade weg war, als ich lossprinten wollte? Und nein, wir sind halt noch nicht überladen. Aber hier vorne war doch irgendwo. Wo war denn das? Hier im Vorraum, glaube ich. Nee, hier vorne war das drin. Könnte ich hier nicht noch so ein bisschen medizinisches Zeug irgendwo herstellen? Ach nee, das war das Teil. Fuck. Die Kochstation. Ich brauche aber diese Pharmakologiestation. Ne, das hier bringt mir nichts. Ich hätte mir sonst was hergestellt, um den Mist halt loszuwerden. Die Erfrierung und so. Aber die würde vielleicht eh wiederkommen. Ist gerade ein bisschen nervig. Hätte ich doch mal nicht. Oder? Moment. Eventuell. Heilgel. Jetzt kann ich es nicht in mein Inventar packen. Also ich hätte hier auf jeden Fall was da. Heilpaste, Allheilmittel. In der Kepler hätte ich was. Ich nehme jetzt mal das eine Allheilmittel, was ich halt, was ich mit habe. Besser. Jetzt haben wir zwar immer noch dieses Feuer oder dieses Tropfensymbol, dieses Eintropfensymbol. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. So, dann sollen sie doch kommen. Es hat nämlich gerade richtig Spaß gemacht mit der Waffe. Hallo. Oh, ein Expertenwaffenkoffer. Vielleicht haben wir da nochmal eine schöne neue Waffe für uns drin. Das sieht gut aus. Da habe ich ein paar Einer. Dann nehmen wir den. Das würde gehen. Und der geht nicht. Nee. Schade. Moment. Der würde gehen, aber an anderer Stelle. So, wird ein Schuh draus. Und dann haben wir noch. Das würde gehen. Das würde aber auch gehen. Also das würde gehen, dann bräuchte ich noch. Ah ja, passt. Okay, das sind die beiden. Ein gewaltsames Öffnen ist keine Option. Och, Andrea. Gewaltsames Öffnen. Wir haben doch ganz vorsichtig. Haben wir es doch rausgezogen. Aus der Kiste. Alter Schwede, also hier ist ja wirklich. Das ist ja so ein bisschen. Oh,
Bisschen wie im Paradies. Ich müsste Andrea gleich mal Zeug geben, sonst ist hier wieder Überlastung angesagt. Synapse Alpha, yes! Stark! So, nichts übersehen. Ja, das Essenshäppchen lasse ich hier. Es ist schön, dich zu sehen. Ich behalte... Sie behält, was ich ihr gebe. Pass auf, dann gebe ich dir mal ein paar Waffen. So. Ja. Ja, passt doch. Sie hat noch ein bisschen Platz. Ich habe noch deutlich mehr Platz jetzt wieder. Falls du mich brauchst. Wunderbar. So, dann sollen sie doch kommen, die Schweine. Ich glaube, wir müssen da hinten raus, wo ich gerade schon mal rausgelinst habe. Ist das eine Kiste? Nee. Das ist nur irgendein Container. Da ist eine Tür. Oh. Schwerelosdraht. Den können wir auch immer wieder gebrauchen. Ja. Na gut. Dann können wir, denke ich, weiter. Hier liegt nichts mehr rum. Nee. Noch so ein Messschieber. Da ist der Container. Gut. Das war ja mal ein schöner Raum. Meine Güte. Fast so toll wie die Waffenkammer, die wir vorhin einfach plündern konnten. Da sind sie gleich wieder, könnte ich wetten. Da ist Hopetech gewesen. Das ist halt auch geil, ne? Londinion. Oh. Auch etwas gehört? Getarnter Terrormorph. Feuer frei! Oh oh. Komm noch ein Stück näher. Hat noch nicht gereicht, oder? Ha! Nichts wird dich retten! Lad nach! Ah, durch die Explosion. Oh, 470 EP gab's. Die Explosion hat gerade das Nachladen verhindert. Der hat drei Klebstoff. Ich werde bekloppt. Ja, hier gehört zu uns, oder? Ach, das ist Major Sanon, glaube ich. Huch. Ah! Albino-Terrormorph. Mann, Kaiser, das ist doch doof. Geh weg. Eliminierung läuft. Stark, ey. Okay, wir haben leider... Ja, wir verballern schon gut die Munition mit der Waffe hier. Oh, die Musik ist heute gut drauf. Butter... Albino-Terromorph. Aber es ist mega geil, dass die alle Klebstoff haben. Ah, Moment. Ah, geh weg. Kaiser, der will's heute wissen. Der ist auf jeden Fall auf Konfrontationskurs. Ah, guck mal, hier müssen wir sogar rein. Arcedes Genprobe Alpha, sehr gut. Die brauchen wir natürlich. Stark, das nehmen wir alles mit. Da können wir nachher mal wieder schön was verkaufen. Und vielleicht reicht es dann schon. Das reicht auf jeden Fall, dass wir unser Raumschiff da nochmal ein bisschen aufwerten. Waffentechnisch. Und vielleicht sogar dann nochmal einen besseren Schild. Jetzt sind wir wieder erfroren. Nanu? Ja, erzählt das Genprobe Gamma. Ja. Speicher mal. So, das haben wir. Wo müssen wir hin? Da oben hin. Ich gehe aber erstmal hier hoch.
Milch. Haufen Digi-Dietriche, perfekt. Die Geschichte der Sterne. Ja, kennen wir schon. Ja. Das kennen wir. Oh, Mac-Komponenten. Oh, na, jetzt bin ich doch aus Versehen drüber gestolpert und die haben sich in mir verfangen. Nein. Ach, das wollte ich aber nicht. Naja, bevor das in die falschen Hände gerät, opfer ich mich und nehme das jetzt mal mit. Da bin ich ja nicht so. Der gelehrte Astronom, das können wir auch. Ach, schon wieder, das gibt's doch nicht. Was ist das hier? Sie kommen? Sie kommen, die Terromorphs. Sie sind überall. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Der Gedanke, dass sie meinen Körper zerfetzen. Oder dass sie stattdessen meinen Geist zerreißen. Mir bleibt wohl nur eine Option. Hm. Alien Pie. Ich dachte, ich falle jetzt in die Lücke. Da wollte für einen Moment nicht springen. Aceles Genprobe Gamma, Beta. Aceles Proben gesammelt. Okay, die geben wir jetzt Kaiser und dann verschwinden wir hier. Shattered Shock. Schwere Waffe. Kommst du bitte da runter? Danke. Hört aufs Wort. Proben gesichert. Gute Arbeit. Also gut. Bei einem vorherigen Scan wurde eine Terromorph-Probe erfasst, aber im Raumhafen. Der schnellste Weg dorthin scheint mit dem Hafen zerstört worden zu sein. Unter der Stadt gibt es Dampftunnel, durch die wir den Raumhafen erreichen können. Was willst du? Das stimmt, Kaiser. Woher wusstest du das? Ich bin mir nicht sicher. Percival, siehst du eine bessere Option? Nicht aus meiner Perspektive. Dann haben wir unsere Antwort. Okay. Zugang frei. Wir können weiter. Nice. Begib dich zu den Dampftunneln. Dampftunnel, das könnte so eine WoW-Instanz sein. Von Gnome Gun oder so. Irgendeine 2.0, weiß ich nicht. So, dann gehen wir mal in die Dampftunnel. Alles Vieh. Kann ich den mitnehmen? Können wir den? Och, bitte ein für zu Hause. Den lassen wir ausstopfen. Und da kommt dann vor ein Eingang hin. Getarnter Terromorph, ey. Moment. Ah ja, das war der Raum von vorn. Ja, ja, okay. Gut. Da hat eine Orientierung geskillt. Ha. Londinion. Dampftunnel. So. Aber. Die Orion. Die ist ganz geil, aber da gefällt mir wieder das Visier nicht. So ein Visier hier will ich eigentlich nur auf dem Scharfschützengewehr haben und sonst nicht. Kaiser, das hier ist die Lazarus-Pflanze, nicht wahr? Bestätigt. Niemand erkannte, dass sie ein Lebewesen war, bis jemand sie unter das Mikroskop legte und sah, dass sie Zellen hatte. Kann nur in Londinion angepflanzt werden. Ein echtes Wunderwerk. Das Ding hier. Wartet mal, Leute, ich muss mal kurz was gucken. Hey, passt. Ich hatte heute manchmal das Gefühl, dass irgendwie die Audioeinstellung zerballert ist vom Spiel, aber ich habe nichts geändert, nichts. Aber das ist ja manchmal die Abmischung im Spiel selbst, die mal lauter, mal leiser ist. Also wenn das mal wieder irgendwie ein bisschen lauter sein sollte als sonst von den Leuten, die hier mit mir unterwegs sind, dann kann ich nichts für. Adaptiver Rahmen? Nein, danke. Gehört das mit zu dieser Lazarus-Pflanze hier oder ist das einfach nur Brennholz? Aus dem Brennholzverleih.
Ein Brennholzverleih, das können wir auch mal aufmachen. Ich denke, das ist eine gute Geschäftsidee. All diese Parasiten. Was hält euch denn warm? Oh, Entschuldigung. Jetzt habe ich dir aus Versehen. Wo ist er? Hier war doch noch so ein kleiner Schlingel. Paramour? Halt, hier ist doch was. Formelle Kleidung. Nee. Scheint praktisch zu sein. Die Beute. Blutig, wie sie ist. Die ist nicht nur blutig, die Beute, die ist auch lutig. Hohoho. Ein Schocktrooper. Aha. Auch wieder mit so einem komplett verschlossenen Visier. Warum? Nehm den mal mit. Euch ist nicht kalt, ne? Ich bekomme ja Erfrierung und hast du nicht gesehen, aber zumindest keine harten Nippel bei Andrea. Da haben wir aber Glück gehabt, würde ich sagen. Da haben wir aber echt Glück gehabt. Ach Mist, jetzt wollte ich mal gucken, was das war, was ich da gerade eingesammelt habe. Plus 5 Tragekapazität. Muskelshirt. Weltraumschurke. Moment. Auch das kann plus 5 Tragekapazität haben. Ja, geil. Wo steckt er denn da was hin? Fehlt eigentlich nur noch so eine Gürteltasche. Plus 100 Tragekapazität. Ja, geil. Nehme ich mit. Dann sind wir jetzt bei 255. 275. Ah ja, stimmt. Unser Rucksack oder was, was wir da angelegt haben. Sieht schon schick und fesch aus, ne? Mit unserem zusammengewürfelten Halloween-Outfit hier. Wenn ich wundern, wenn es mal kurz eine halbe Sekunde oder so stockt, das ist immer das Safe Game, was ich dann zwischendrin anlege. Große Erwartungen, das kennen wir. Das bekommt die Andrea, wenn wir sie heiraten. Große Erwartung, eine Weihnachtsgeschichte. Was ist da links daneben? Ach ja, das ist dann eine Geschichte aus zwei Städten. Große Erwartung, Krieg der Welten. Das haben wir aber auch schon, oder? Nee. In den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts hätte wohl niemand geglaubt, dass diese Welt aufmerksam und mit großem Interesse von einer Intelligenz beobachtet wurde, die der des Menschen weit überlegen und doch so sterblich wie die seine war. Dass der Mensch, während er seinen alltäglichen Geschäften nachging, genau gemustert und studiert wurde. Vielleicht sogar so genau, wie ein Mensch die kurzlebigen Kreaturen unter einem Mikroskop studieren würde, die sich in einem Tropfen Wasser tummeln und vermehren. Mit unermesslicher Überheblichkeit gingen die Menschen auf diesem Erdball hin und her, um ihre unbedeutenden Angelegenheiten zu regeln. Gelassen, ob der Gewissheit ihrer Herrschaft über die Materie. Und vielleicht tun die Infusorien unter dem Mikroskop genau dasselbe. Kaum jemand verschwendete auch nur einen Gedanken daran, die älteren Welten des Weltraums als Quelle möglicher Gefahren für die Existenz der Menschheit in Erwägung zu ziehen. Und sollte es doch jemand tun, dann nur um die Idee vom Leben auf anderen Welten als unmöglich oder unwahrscheinlich abzutun. Es ist schon interessant, sich einige der geistigen Gewohnheiten dieser vergangenen Tage in Erinnerung zu rufen. Die Menschen auf der Erde konnten sich bestenfalls vorstellen, dass es andere Menschen auf dem Mars geben könnte, die ihnen natürlich unterlegen wären und sie mit offenen Armen als Heilsbringer begrüßen würden. Doch jenseits der großen Kluft des Weltraums betrachtete ein Verstand, der sich zum unseren, wie der unsere zu jenem der niederen Tiere verhält, okay, der unermesslich kalt und berechnend ist. Diese unsere Erde mit neidischem Blick. Und er schmiedete langsam aber sicher seine Pläne gegen uns. Und gleich zu Beginn des 20. Jahrhunderts folgte die große Ernüchterung, der Planet Mars.
Das muss in der Leserschaft wohl kaum ins Gedächtnis gerufen werden, dreht sich in einer Entfernung von 225 Millionen Kilometern um die Sonne. Er empfängt von ihr nur knapp halb so viel Licht und Wärme wie unsere eigene Welt. Das Leben muss dort schon längst seinen Lauf genommen haben, als die flüssige Haut der Erde noch nicht einmal erstarrt war. Der Fakt, dass seine Größe kaum ein Siebtel unserer Erde beträgt, muss die Abkühlung seiner Temperaturen auf ein Niveau beschleunigt haben, auf dem sich Leben entwickeln konnte. Der Mars besitzt Luft und Wasser und alles, was sonst zur Entstehung und Erhaltung von Leben notwendig ist. Obwohl der Titel dieses Werks offensichtlich erscheinen mag, gilt H.G. Wells im Jahre 1897 ursprünglich in Zeitschriften veröffentlichtes Werk Krieg der Welten tatsächlich als eine Kritik viktorianischer Vorurteile, Ängste und Werte. Ja, aber cool. Das kennen wir auch. Halt. Was ist das? Mein Gott, sieh nur. Eine blühende Lazarus. Wir sind vielleicht die Einzigen. Was? Was ist los? Captain! Siehst du das? Sehe ich. Alter. Ah! Oh mein Gott! Wo ist er hin? Die Thermoparasiten sind Terrormorphs. Aber Thermoparasiten gibt es in jeder Siedlung, in jedem Winkel der besiedelten Systeme. Das heißt, dass jeder einzelne... Oh. Oh nein. Oh, das ist natürlich... Ah, God damn it! Das willst ist natürlich du das denn wirklich mitnehmen? Ganz ärgerlich. Sicher? Das will ich mitnehmen, Andrea, ja. So, Vorratsregal. Mikrosekundenregler, perfekt. Die brauchen wir doch jetzt auch. Hier, Kommstation. Miss Sanon? Du hast das gerade gesehen, oder? Du würdest mir sagen, wenn ich den Verstand verliere. Der Parasit ist zu einem Morph geworden. Das Ungeziefer auf allen Planeten, das... sind Baby-Terromorphs. Parasiten verstecken sich auf Schiffen, schleichen nach der Landung weg und verwandeln sich dann. Wir wissen jetzt, wie Terromorphs auf neue Planeten kommen. Hatte ich nicht sowas mal in Erwägung gezogen, dass unser Schiff voller Thermoparasiten ist und wir die Dinger überall mit hinschleppen? Huch! Huiuiuiui! Dürfen die jetzt aber nicht erfahren. Was bedeutet das für die Pläne, die Terromorphs zu beseitigen? Darauf habe ich im Moment keine Antwort. Aber Nymphen und adulte Exemplare haben meist dasselbe Genom. Wenn das auch hier so ist, erledigt die Mikrobe sowohl Parasiten als auch Morphs. Die Aceles, da müssen wir recherchieren. Aber nach allem, was wir über die Kreaturen wissen, würde es mich nicht wundern, wenn sie beides gerne fressen. Da machen wir so einen Aceles-Verkauf an jedem Raumhafen-Terminal auf. Unten gesetzt, dass jedes Raumschiff so ein Aceles-Vieh mit sich rumschleppen muss. Da knabbert die Kleinen dann ja schon weg, bevor sie sich überhaupt entwickeln können. Vielleicht sind das auch Pokémon. Ne? Erst so ein kleiner Weltraumparasit, Stufe 2 mit Level 12 oder was. Direkt zack, Terromorph. Pech gehabt. Was wir gerade gesehen haben, so werden doch nicht alle Terromorphs geboren, oder? Nein, die Lazarus-Pflanze kann nur hier wachsen und blühen. Man hat es versucht. Ach so. Und wenn das, was wir gerade gesehen haben, auch anderswo passieren würde, dann wäre nicht nur Londinion zerstört worden. Was wir gerade gesehen haben, muss eine alternative Wachstumsmethode sein. Eine, die 70 Jahre Reifeprozess auf Sekunden verkürzt. Unglaublich! Das klingt nach einer großen Entdeckung. Das kannst du laut sagen. Aber... wenn das wirklich möglich ist, die Lazarus-Pflanze beschleunigt die Thermoparasitentransformation offenbar, verwandelt das eine ins andere, augenblicklich. Aber das heißt, wenn jemand davon wüsste, könnte er eine Terromorph-Geburt auslösen. Man könnte einen Parasiten oder sogar mehrere in eine Stadt wie New Atlantis schmuggeln. Guter Gott! Der Angriff auf New Atlantis
Hat das... Könnte das jemand eingefädelt haben? Das glaube ich nicht. Ja, theoretisch ist alles möglich. Aber erst einmal müsste man die Wahrheit kennen. Naja, wir müssen das Ding fassen, wenn wir es wirklich wissen wollen. Hinterher! Wir können fortfahren. Los! Ja, dann mit Windeseile direkt hinterher. Ich komme gleich. Geht schon mal vor. Geht doch mit Sicherheit jetzt hier hinten raus, oder? Halt, was war das? Achso. Notizbuch. Oh, jetzt geht's direkt nochmal nach Lundinion. Warnung, möglicher Terrorangriff lokalisiert. Sprengkörper! Ich bin getroffen! Scheint auch ganz guten Schaden zu machen. Also für meine Verhältnisse. Naja, wobei. Level 14. Also gut. Gehen wir der St. Percival. What? Kaiser, Alter. Hat die Zelldaten von den Angriffen auf New- Was haben wir gerade bekommen? Gewebeprobe nach Metamorphose. Ach so, das ist für die Quest. Ja, ja, okay. City, richtig? Ich habe sie selbst hochgeladen. Dieser soll einen Blick auf diese Probe werfen. Ich hoffe, der verscheißert uns nicht irgendwie irgendwann mal, wenn ich dem jetzt die ganzen Daten gebe. Hier. Leite Analyse-Sequenz ein. Sie stimmen überein. Das bedeutet mit großer Sicherheit, dass die Angriffe auf beide Planeten mit Hilfe der Lazarus-Pflanze ausgelöst wurden. Unmöglich, dass eine so seltene, fragile Pflanze einfach so hier auftaucht. In New Atlantis und in Tau Ceti. Die Transformationen auf diesen Welten wurden von Menschen ausgelöst. Captain, ist dir klar, worüber wir hier gerade gestolpert sind? Tja. Ich glaube, das bedeutet, dass der Angriff auf New Atlantis mit der Lazarus-Pflanze ausgelöst wurde. Jemand hat die Lazarus-Pflanze in Aktion gesehen und sie benutzt, um die Angriffe auszulösen. Wie mag derjenige bloß auf die Idee gekommen sein, Alien-Kreaturen als Waffe einzusetzen? Es würde mich nicht wundern, wenn unser Team diesen Ansatz teilweise inspiriert hat. Aber wir hatten nie mit derartigen Ausmaßen zu tun. Das ergibt tatsächlich einen Sinn. Tau Ceti war wahrscheinlich der erste Test. Ein abgelegener Ort, an dem niemand nach dem Verschwinden einiger Siedler fragen würde. Dafür sorgen, dass die große Show, der Angriff auf New Atlantis, ein Erfolg wird. Und den Zeitpunkt dafür. Es kann kein Zufall gewesen sein, dass es genau dann passierte, als wir das Kabinett baten, gegen die Terrormorphs aktiv zu werden. Diese Angriffe... Jemand hat sie geplant, um das in Gang zu setzen. Hast du nicht gesagt, die Pflanze kann nicht woanders wachsen, außer hier? Kann sie auch nicht, dachte ich. Aber wenn wir recht haben, hat vielleicht jemand einen Weg gefunden. Das ist natürlich mega doof. Du klingst gerade wie ein kompletter Spinner. Ja, ich fand die Zeiten, zu denen die Terrormorphs auftauchten, merkwürdig. Das waren sie auch. Aber diese Antwort, tja, sie wirft ein paar signifikante Fragen auf. Wer könnte so etwas auf die Beine stellen? Und warum? Ach Gott, direkt jemanden die Schuld in die Schuhe schieben. Die United Colonies, jemand in den UC, hat etwas mit der Lazarus-Pflanze vor. Das Freestar Collective ist am wahrscheinlichsten, da ist die Freude groß, wenn die UC leiden. Ich habe ein paar Ideen, aber wir würden nicht einfach anschuldigen. Ja, genau.
Das Haus Varun. Ach, jetzt kann ich hier jedem erstmal in die Schuhe schieben. Ich bin selbst ein bisschen sprachlos. Hier war irgendwo... Hier, ich habe ein paar Ideen, aber... Na gut, ja. Das würde ja auch schon implizieren, dass ich da irgendjemanden vermute oder unter Verdacht habe. Dürfen nicht mit Anschuldigung um uns werfen oder ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich will jetzt hier niemanden... Ich habe keine Ahnung, wer dafür zuständig sein könnte. Da gab es bestimmt mal Hinweise drauf vor, weiß ich nicht, 100 Stunden oder so. Keine Ahnung. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keine Idee. Ich sage jetzt einfach hier, ich bin doof. Ich habe keine Ahnung. Wir sollten die Diskussion lieber dann führen, wenn ihr nicht gerade am Rande der zufrierenden Hölle des Universums steht. Wenn wir weitere Terrormorph-Angriffe verhindern wollen, ob von Menschen oder anders verursacht, dann brauchen wir diese letzte Probe. Roger. Kaisa, bringst du uns zum Raumhafen? Der Eingang ist hier entlang. Nice. Wir folgen dir. Letzte Probe. Wir kommen. Machen bestimmt heute noch ein neues Level, klar. Fehlt nicht mehr viel, nur noch ganz wenig. Ich glaube, so einen Terrormorph noch wegzimmern und dann... Da geht's wieder in die Dampftunnel. Und dann reicht schon. Prognose verbessert Prellung. Ach ja, vorhin von meinem Sturz. Das hier geht auch in die Dampftunnel oder ist das was anderes? Ja, okay. Guck mal, irgendwo hier muss doch bestimmt auch ein Comic rumliegen. Funktioniert das Ding noch? Kriegt man da einmal eine Latte raus, oder? Espresso? Nee. Ich brauche einen Cappuccino. Für Donna. Gar nichts. Na gut. Dann kaufen wir den lieber mal so. Dann bin ich ja nicht auf den Zufall angewiesen. Galbank. Handelsaufsicht. Junks. Alles da. Erfrierung verschlimmert. Schon wieder. Wie viel schlimmer kann es denn noch werden? Na, da geht's nicht durch. Da geht's bestimmt erst durch, wenn es mir das Spiel erlaubt. Ich kann den Schließmechanismus nicht mit ausreichend Strom versorgen. Hat jemand eine Idee, wo wir mehr Saft herkriegen? Die Stromversorgung wurde wohl im Sicherheitsbüro gesteuert. Obergeschoss! Der Captain und ich können ihn Auskunft schaffen. Kaisa, sieh zu, dass du einen anderen Weg findest, ihn zu öffnen. Verstanden. Der Büroeingang hat jetzt wieder Energie. Der Weg ist frei. Gut, sehr gut. Passt ja. Da waren wir ja gerade. Credits, danke. Oh, das sieht noch gut aus hier. Da ist die Schalttafel. Sieht noch funktionsfähig aus. Ausgerechnet, die hat überdauert. Ketten brechen. Ich glaube, das kennen wir mit Larisa und der Maschine, ne? Das kommt mir bekannt vor. Ich denke, das haben wir schon mal gehabt. Oh, ein Meistersafe. Na dann... Will ich doch mal meisterhaft knacken. Habe ich dafür zufällig einen, der alle drei gleich macht? Nee. Dann muss es der sein und halt der. So. Das sieht gut aus. Aber... Dann hätte ich für den Rest nichts. Das würde gehen. Das würde gehen. Das hier eventuell dann? Ja, okay. So. Das. Das und das hier.
So, einer noch. Das würde gehen, das würde nicht gehen. Sehr gut. Würde das gehen? Nee, auch nicht. Okay. Dann denke ich, der... Und der. Perfekt. So, 2800 Credits. Na, immerhin. Hat sich's doch gelohnt. Oh. Könnte man die antibiotische Salbe reinpfeifen? Dann würde es ein bisschen was von meinen Krankheiten lindern. Ja. Schön. Immer Munition. Oh, auch verschlossen. Gut, dann ist heute wieder Schlossknacktag. Ach. Guck mal. Das fällt mir jetzt tatsächlich zum ersten Mal auf. Ich sehe ja die ganze Zeit, ne? Der hier würde für den Ring nicht gehen. Aber für den da drunter. Der drunter ist nämlich blau. Mir fiel das jetzt bei den beiden auf. Weil bei dem hier, was ich jetzt ausgewählt habe... Der geht nur im äußersten Ring und der würde bei beiden gehen. Ach so. Ein neues Detail, was mir gerade erst bewusst geworden ist. Das geht das hier irgendwie. Puh, ich glaube, das ist einmal. Wenn das. Mein Hauptproblem ist manchmal, wenn es hier viele von diesen Kreisen gibt, die gefühlt sehr verteilt ja, ihre Knotenpunkte haben und ich dann jedes Mal, na gut, direkt das eine, was ich verwendet habe, komplett falsch. Warte mal, ich mache das nochmal neu. So, jetzt haben wir nochmal neu ausgewürfelt. Das sieht auch besser aus. So, das oder das? So. Okay. Gut, dann los geht's. Das machen wir auch. Ah. Neustart eingeleitet. Diagnose läuft. Höre dir die Aufnahme an, okay? Diagnose abgeschlossen. Mehrere Systeme nicht verfügbar. Achtung, dringendes Sicherheitsrisiko. Stromversorgung der Außenluke wiederhergestellt. Okay. Wieder im Geschäft. Achtung, Notfallnachricht registriert. Transkriptionsprozess eingeleitet. Wir müssen den Evakuierungsantrag stellen. Das ist mein Vater, mit dem er spricht. Er war hier? Hätte nicht gedacht, dass er den Mumm hat, diesen Soldaten in die Augen zu sehen, bevor er den Laden in die Luft jagt. Admiral! Er hat sich einfach verwandelt. Eine unsichtbare Waffe. Kein Planet wäre sicher. Colonel, sind alle Truppen, die die Abwasserkanäle nach meiner Beurteilung versiegelt haben, in der Anlage? Abgesehen von unseren Opfern? Ja, Sir. Gut. Sie sollen Verteidigungspositionen am Raumhafen einnehmen. Niemand darf weg. Ich werde schnellstmöglich Schiffe schicken. Gott sei Dank. Niemand von uns wollte von diesen Dingern umschwärmt untergehen. Dazu wird es nicht kommen, Caro. Mein Wort darauf. Transkription abgeschlossen. Physische Ausgabe verfügbar. Eine unsichtbare Waffe. Er wusste es. Er wusste von der Lazarus-Pflanze. Nimm die Aufnahme. Wir müssen reden. Ah, ich dachte, ich kann schon runter, weil die Tür dann gleich öffnet. Okay, dann hole ich mal noch fix die Aufnahme. Wo ist er? Hier. Mein Gott, der ist hier schon wieder am Rumeiern.
Ich hab nur das. Es hilft ein bisschen gegen Teile deiner Krankheiten hier. Vel Victis. Er zerstörte diesen Ort und tötete diese Menschen. Um das, was er über die Lazaruspflanze und die Terrormorphs und all das wusste, geheim zu halten. Nicht wahr? Ja, von mir aus so sehe ich das auch. Ja. Er erkannte das Potenzial der Pflanze als Waffe und versteckte sie. Er hat die Menschen getötet, damit sie nichts erzählen konnten. Er hat die ganze Stadt zum Tode verurteilt. Er ist ein kaltblütiger Mörder, ein Kommandant in einer schwierigen Situation, jemand, der dachte, das Geheimnis zu bewahren, würde Leben retten. Boah, weiß ich da nicht, was der gedacht hat. Ich nehme einfach die goldene Mitte, ein Kommandant in einer schwierigen Situation. Eine widerwärtige Beschreibung für das, was hier geschehen ist. Jemand, der wirklich weiß, was es heißt zu führen, für andere verantwortlich zu sein, der würde so etwas niemals tun. Ich hab doch... Er beschloss, seine eigenen Soldaten sterben zu lassen. Was für ein Commander tut sowas? Aber wenn die Pflanze als Auslöser für die Angriffe benutzt wurde, war Vel Victis dann an dem Massaker in New Atlantis beteiligt? Ha. Das ist nicht möglich. Sie halten ihn unter strenger Kontrolle. Puh. Ja, ist die einzige Spur, die wir haben. Ich garantiere dir, dass er was weiß. Selbst wenn er nicht beteiligt war. Ja, das bestimmt, ja. Victis ist ein Monster von Mensch. Wenn er lebt, natürlich kann er für die Angriffe auf New Atlantis und Londinion verantwortlich sein. Aber ich schätze, wir bekommen im Moment keine weiteren Antworten. Los geht's. Holen wir die letzte Probe. Jo, auf geht's. Also, Schatz, das war doch gerade nicht so gemeint, wie ich's gesagt habe. Ich habe das zwar gesagt, aber was ich meinte... Kaisa, versuch es jetzt! Entriegelung erfolgreich. Leute, eure Probe, sie hat sich bewegt. Ihr müsst vorsichtig sein. Okay. Das klingt nicht gut. Augen auf. So, Leute, doch komm. Bestimmt der Terrormorph-Boss. Na, zeig dich. Oh, da gibt es bestimmt was zu looten. Oh, liegen hier noch mehr rum? Nee. Hier liegt einer. Ich mach mal einen ganz kurzen Abstecher drüben rein. Oh. Hier ist ein Schalter. Ist auch kein Saft mehr drauf in der ganzen Sache hier. Da ist wieder ein Luftbefeuchter, den brauchen wir nicht. So. Na, hübscher? Ist das die Probe? Mein Gott. Mann, geh doch! Fuck, geh mir aus dem Alter! Kaiser, hau jetzt ab! Du blöder Idiot! Sammeln wir sie ein. Meine Fresse! Ich kann bald nicht mehr! Was ist das für ein Geräusch? Das Ding schickt eine Art Signal aus. Das Radar schlägt Alarm. Ich glaube, du bekommst Gesellschaft. Oh. Oh, hier, unsere Klebstofflieferanten. Mann, verpiss dich! Alter, dieser Kaiser geht mir richtig auf den Sack heute. Der steht mir ständig im Weg rum. Ich will doch nur hier hoch. Ich kann das Signal aufheben, mit dem das Ding diese Kreaturen ruft.
aber ich brauche ein wenig Hilfe. Level 42. Ich muss am Hafen Radarsysteme mit Strom geben. Wenn du die online bringst, leite Level, der Level erreicht. Sie sind unterwegs, Klebstoff. Um ihrem Leben ein Ende zu bereiten. Wer spricht da? Aber seit wann duzt die uns? Nee, lass den ruhig noch ein paar von den Dingern schicken. Ah, ich muss nachladen. Ja. Du kannst dich gewinnen. Du bist zu schwach. Ha, 895 EP. Die Sklaven. Sie verfolgen uns nicht. Wir sollten uns die Probe schnappen, solange es geht. Hab ich. Alles klar, ich hab das in meinem Rucksack. Und jetzt bin ich weg. So. Kaiser, Alter. Jedes Mal rennst du mir vor meiner Flinte rum. Das darf doch nicht wahr sein. Letzte Probe gesichert. Okay, alles erledigt. Jetzt nix wie weg da. Percival, zieh den Stecker und such ein ruhiges Plätzchen zum Reden. Wird gemacht. Bis bald. Puh. Da ging eigentlich, war jetzt nicht so. Ich meine, gut, die anderen die haben auch ordentlich Schaden gemacht. Ne? Ich dachte jetzt, der ist Level 58, hat hier so eine kleine Bossleiste über sich. Nee, könnte eine Weile dauern. Oder ist ja noch jemand? Bleib mal hier. Hallo? Hallo, sie davon? Entschuldigung. Achso, die greifen jetzt nicht mehr an, weil das Muttermonster kaputt ist sozusagen. Aber wie gesagt, die haben alle Klebstoff hier, ne? Das ist, also nicht alle, aber ab und zu. Naja, er hat wieder Schmerzen. Müssen wir wieder zum Onkel Doktor? Das, oh. Die ist schon ganz geil, die Waffe. Hält sich gerade so die Grenze mit unserer Ausdauer oder mit unserem Sauerstoff. Aber der kann gerade auch nichts. Bin ich überladen? Nee, das geht noch. Das sind ja die ganzen Krankheiten, weshalb er da jetzt nicht irgendwie klarkommt. Getötet hast. Nicht, dass das verwerflich wäre. Da steht noch ein Roboter rum. Oder sind wir schon wieder hier vorn, wo wir gelandet sind? Ja, ne? Ja, sieht so aus. Oh. Okay. Walker? Schaut euch alle an. Zurück aus der Unterwelt. Zum Ende hin wurde es ziemlich hektisch im Funkverkehr. Aber es klang, als wäre es ein Erfolg. Haben wir alles, was wir brauchen, um den Plan in die Tat umzusetzen? Oh ja. Funktioniert der Plan noch jetzt, wo wir Thermoparasiten und Thermomorphs beseitigen müssen? Sicherheit erhalten wir erst durch Tests. Aber dass die Thermoparasiten die ganze Zeit eigentlich Terromorphs waren, ist eine große Entdeckung. Zu wissen, womit wir es zu tun haben, ist immer gut. Und es erleichtert die Sache. Stimmt. Außerdem glaube ich, dass es recht leicht wird, die Leute dazu zu bringen, eine der größten Plagen der Galaxie zu beseitigen, wenn sie dazu imstande sind. Aber das alles geht nicht ohne die Proben. Du hast sie doch, oder? Ja, Kaiser hat alle Proben gelagert. Ah. Der beste Platz für Sie. Die Verbindung ist vielleicht etwas undeutlich, aber habe ich das richtig verstanden, dass Vey Victis von dieser verdammten Pflanze wusste? So hörte es sich an. Der alte Admiral hat wohl jemanden eingeweiht. Selbst er ist nicht clever genug, um einen Angriff wie diesen aus dem Jenseits zu organisieren. Es ist ein bisschen komplizierter als das.
Lügen. Ja, eigentlich können wir ihn nicht ausschließen. Vevictus ist am Leben und in UC-Gewahrsam. Entschuldige, wie war das? Er will mich veräppeln, oder? Adrian? Nee. Nein, ich glaube nicht. Wir haben also einen Verdächtigen. Genau das heißt es, ja. Captain, Percival und ich müssen diese Proben ins Labor bringen, um sicherzustellen, dass wir die Parasiten und die Terrormorphs gleichzeitig beseitigen können. Aber Vevictus ist unsere einzige handfeste Spur zu den Angriffen. Da außer dir niemand weiß, wo er ist, kannst du mit ihm reden? Kannst du versuchen, ihn dazu zu bringen, etwas auszuspucken, was er wissen könnte? Glaubst du echt, dass er es war? Viele hegen einen Groll gegen die UC. Aber wir wissen, dass er der Einzige ist, der etwas über die Lazarus-Pflanze wusste. Momentan ist er also unsere einzige Option. Wirst du es tun? Willst du mitkommen, wenn ich mit ihm rede? Nein, Captain. Wirklich nicht. Er hat ja schon Interesse an dir signalisiert. Ich bin im Labor nützlicher, als wenn ich François verhöre. Kannst du das also bitte machen? Wer ist denn François? Keine Ahnung. Ja, ich knüpfe den auf jeden Fall vor. Gut. Wir treffen uns alle beim Mast, vor dem Kabinettssaal. Sie werden alles wissen wollen, was wir hier aufgedeckt haben. Viel Glück, Captain. Und danke, dass du dich um ihn kümmerst. 14.000 Credits und 350 EP. Stark. Schön. Jetzt ist aber gut, Kaiser. Ja, unser Kollege, der kollabiert gleich. Wir müssen mal ins Raumschiff zurück. Der hat sämtliche, fast alle negativen Statuseffekte, die man irgendwie haben kann. Jetzt müsste ich mir nur noch ein Bein brechen. Dann wäre es fast komplett. So, okay. Ja, sieht doch ganz gut aus. Das sieht doch ganz gut aus. Ja, war eine schöne Quest bis hierhin. Also hat mir echt Spaß gemacht. Wolf, wir müssen unbedingt erstmal nach Wolf, weil... Wieso? Was? Wie? Hä? Wieso habe ich ein... Ich kann nicht schnell reisen, solange ich einen Gesundheitsschaden habe. Ach, ich dachte gerade, das wäre mein Raumschiff. Hab mich schon gewundert. Warum ich da nicht direkt hinreisen kann. So, warte mal. Ach so, ging das nicht auch? Ne, geht so auch nicht über die Oberflächenkarte zum Schiff. So. Gut. Müssen erstmal hier rein. Ich hoffe, ich kann dann, wenn ich im Raumschiff sitze, von hier abhauen. Weil aktuell gibt es hier echt gesundheitliche, ernsthafte Schäden. Ach, hätte ich doch mal nicht neulich mein ganzes Heilzeug verkauft, ey. So eine Scheiße. So, jetzt aber gut hier, oder? Jetzt kommen wir doch hier weg. Wieso habe ich denn im Wolfsystem 350 Kopfgeld? Ach, die habe ich überall. Ja, gut, aber... Im Prinzip ist es ja nichts wert. Müssen aber erstmal unser Zeug verkaufen. Unser... Oh. Die Sachen, die da aus Versehen wieder im Rucksack gelandet sind vorhin. Die müssen wir erstmal loswerden. Gab's hier ein Medical Center? Nee, ne? Auf dem Bau nicht. Bau leider nicht. Schutzregeneration. Na gut, immerhin wird's jetzt. Kann ich behelfen, wenn ich irgendwas für dich tue? Es gibt auf der ganzen Station kein. Wir haben echt ganz schön Schaden gekriegt, dort, ne? So, perfekt. Dann noch ein paar Waffen. Achso,
1700 hat er nur noch. Nee, so ein paar andere Sachen wollte ich aufheben, um da nochmal so ein paar Mods dran zu basteln eigentlich. Hier die ganzen Minen. Ich nehm nie die Minen, deswegen hau ich die alle weg. Aber er hat nochmal Digi-Dietriche, perfekt. Und hat er nochmal ne, Schmierstoff. Ich nehme mal das mit, was ich immer selten dabei habe oder wenig habe. So, wunderbar. Ja, aber heilen ist ein bisschen nicht, überraschend, ne? Oder? Hier draußen am Rand des UC-Raums. Aber es ist einfach so ruhig. So, was ist mit unserem Schuhträger passiert? Oh, ach du. Huch. Ja, das natürlich. Kann ich jetzt die Schuhe, kann ich die wieder mitnehmen? Also wäre so lustig, wenn er die Schuhe im Inventar hatte. Oh, das ging aber nicht gut aus für unseren Kollegen hier. Konrad, Mensch. Tja, so viel zum Thema Glücksstiefel, ne? Ach, hier hinten ist sie drin, die habe ich doch neulich gesucht. Forschungslabor. Ich weiß, ich habe jetzt keine Synapse Alpha drin. Aber ich muss noch, das war fertig. Und hier hat was gefehlt? Ach so, schade. Oh, da fehlt. Zwei fehlen. Aber wir könnten die Zähmung zumindest. Mach ich jetzt einfach mal. Zähmung 3 gibt's nicht, oder? Na gut, vielleicht kann sein, dass ich für Außenposten noch irgendwie einen Punkt investieren muss. Dass da noch mal was kommt. Ich wollte ja eh mit ihr, wollte ich noch mal quatschen. Ich sollte dankbar sein, dass es hier so ruhig ist, aber es macht mich nur nervös. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Willkommen im Bau, Rainer Marquez. Ich leite die Vanguard-Station hier. Ich weiß, ja. Vanguard-Besuch ist immer schön. Wurdest du herversetzt oder bist du auf der Durchreise? Wir haben uns schon mal unterhalten, ne? Ich sehe mich eigentlich nur um hier. Okay, gut. Ich dachte schon, ich kriege mal wieder ohne Vorwarnung jemanden geschickt. Nichts gegen dich persönlich. Ich weiß nur gerne, für wen ich verantwortlich bin, bevor jemand plötzlich vor meiner Tür steht. Wenn du was brauchst, sag einfach Bescheid. Wir haben hier nicht viel Luxus, aber ich helfe Vanguard-Kollegen so gut es geht. Hat die Vanguard das schon immer als Einsatzbasis genutzt? Himmel, nein. An so etwas wie die Vanguard hätte damals doch nie jemand gedacht. Der Bau, der ursprüngliche wohlgemerkt, wurde beim Kreuzzug der Schlange zerstört. Die UC Navy baute die Station sofort wieder auf. Aus Trotz, denke ich. Manchmal glaube ich, dass sie sie deshalb auch einsatzbereit halten. Wirklich gebraucht wird sie seit dem Koloniekrieg nämlich nicht. Ich bin froh, sie als Posten zu haben. Und Marcel und die Handelsaufsicht machen ganz gute Geschäfte, die ich zu ignorieren versuche. Den alten Glanz hat die Station aber nie wieder erreicht. Und das wird wohl auch so bleiben. Was macht die Vanguard hier? Das, was wir überall machen. Die Lücken der UC Navy stopfen und mithelfen, den Frieden in den besiedelten Systemen zu wahren. Manchmal ist es hier draußen nicht ganz leicht, aber wir geben unser Bestes. Ein wenig mehr Unterstützung aus New Atlantis wäre schon schön, aber ich weiß, dass es nirgends einfach ist. Habt ihr viel zu tun? Ist vielleicht schwer vorstellbar, aber nein, haben wir nicht. Es ist ziemlich ruhig, womit nicht alle gut klarkommen. Gelegentlich haben wir mal einen Notruf, manchmal macht Varun Ärger, aber es gibt viel Leerlauf. Ich beschwere mich nicht, aber andere, zum Beispiel Bastion, er hatte was anderes erwartet, sich was anderes gewünscht. Guten Flug. Mein Gott, er ist ja wirklich hier komplett am, am Kollabieren. Er hat Schmerzen. Ich habe meinen Boss gefragt, wie Sie ihm ist wahrscheinlich gleichzeitig zu warm und zu kalt. So, gut, dann wir heilen uns nochmal, das geht mir nämlich richtig hart auf den Sack gerade. Dass er hier alle 5 Sekunden richtig fett Schnappatmung kriegt. Und diesmal liegt es nicht an Andrea. So, nein, nicht dahin. Gut, Kopfgeld. Ja, scheiße. Das müssen wir dann irgendwo irgendwie mal bezahlen. Ach ne, hier in Narien nicht, oder was? Wo? Ich wollte eigentlich... doch, Alpha Centauri haben wir auch Kopfgeld, ne?
wollte eigentlich zu... Wir sind ja jetzt wieder im Orbit, oder nicht? Weil eigentlich... dürften wir nicht direkt auf New Atlantis landen. Doch, das hat geklappt. Trotz Kopfgeld. Hä? Verstehe ich manchmal nicht, weil... wieso könnte ich denn heute auf jeden Punkt direkt landen? Oh, hier. Ich muss erstmal zu Reliant Medical. Das war da hinten irgendwo auf der Ecke. Wenn mich jetzt einer hier von der Security anquatscht, dann habe ich doch erstmal ein Problem, muss einen Haufen Kohle bezahlen und mit dem Arsch an der Wand schlafen. Kommt halt so selten vor eigentlich, ne, dass wir wirklich mal so Probleme haben. Deswegen hatte ich neulich auch alles verkauft, weil... es macht schon einen kleinen Unterschied, ob man da jetzt irgendwie so krasse Probleme hat mit der Gesundheit. Aber im Großen und Ganzen kommt man trotzdem ganz gut damit zurecht. Und irgendwann erübrigt sich der auch von alleine. Willkommen bei Reliant. Ja, einmal die komplette Kur, bitte. Wie kann ich helfen? Meine Güte. Ja. Ein bisschen altmodisches. Ich kann nicht versprechen. Sieht alles gut aus. Pass auf dich auf. So. Und wer jetzt gedacht hat, dass ich da direkt noch medizinisch Material fürs nächste Mal kaufe, der hat sich komplett geirrt. Das machen wir nicht. Wenn, dann können wir da mal gucken, ob wir es selber vielleicht mal herstellen können. So, endlich. Puh, können wir alle mal wieder durchatmen. Und dann müssen wir eh... sollten wir nicht in den Mess Tower, in die... ach doch, der schickt mich wieder, warum auch immer, der schickt mich von hier noch dort unten hin. Da ist ja auch der Aufzug, ich weiß auch nicht, der ist ja da. Wie der hier hochfährt, der müsste ja so ein bisschen ums Eck fahren, weil das ist ja eigentlich der Hauptaufzug, der auch durchs Gebäude geht. Aber der Aufzug, der mir hier unten angezeigt wird, ne, das haben wir schon mal in diesem einen Athena Tower oder Pioneer Tower ist es, glaube ich, der ganz hinten ist mit dem Restaurant unten im Erdgeschoss. Das ist genauso, da ist der Aufzug und drüber ist nichts. Also entweder der fährt dann einmal so ums Eck, der Fahrstuhl, oder wie auch immer. So, hier müssen wir hin, aber hier machen wir in der nächsten Folge weiter. Das soll es von heute erstmal gewesen sein. Haben wir mal ein paar Minütchen länger gemacht und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.